Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 7. Cloud-Unternehmertag hier in Bonn im Camea. Ja, durch diesen Beitrag werden führen Jörg und ich gemeinsam, wie auch schon im letzten Jahr. Und wir freuen uns. Es ist wieder packe voll heute hier und ganz toll, über 1000 Anmeldungen. Ist gar nicht so einfach. Wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen, so viel Begeisterung auch zu erzeugen. Und danke für Ihr Interesse an den Themen, an der Veranstaltung und für Ihr Kommen. An der Stelle auch danke an die ganzen Partner und Helfer, die mitbeworben haben, die Veranstaltung, sei es BVMW, das IHK oder auch Ralf Karabas mit seinem Team, die Medienpartner, RPR, Big FM und alle Partner und Aussteller, die Sie auch draußen sehen. Also danke an alle, die geholfen haben, dass wir sowas auch zum 7. Mal heute hier veranstalten können. Ja, das Thema Digitalisierung, also Alex, ideale Steilvorlage eben. Tolle Keynote. Digitalisierung treibt uns natürlich alle um, treibt Sie um, deswegen kommen Sie hier hin. Schwierig ist es immer bei diesen Themen rauszufinden, was ist denn da drin für mich, für meinen Betrieb, ja? Wo fange ich denn an, wo hört es auf? Was mache ich am nächsten Tag? Ja, wenn ich von der Veranstaltung nach Hause gehe, wo fange ich an, in welchem Bereich? Was sind die ersten Schritte? Wer kann mir vielleicht Hilfestellung leisten? Das ist oftmals unbekannt. Und das ist unser Thema. Wir möchten Digitalisierung greifbar machen. Und unser Motto dieses Jahr ist Produktivitätssteigerung durch Automation. Was bedeutet das? Das bedeutet die konsequente Anwendung von digitalen Technologien zur Produktivitätssteigerung. Ganz einfach. Einfach gesagt, schwer getan. Denn sind wir mal ehrlich, also wenn Sie in sich gehen und an Produktivitätssteigerung denken, wie eben bei der Metapher vom Alex, dann denkt man doch eher so an Fabriken, Produktion, Herstellung. Aber die meisten von Ihnen hier und auch wir sind Dienstleister, sind aus dem Dienstleistungssektor. Ja? Wir haben eben gesehen, Reisekostenabrechnung, ja? Na, will man gar nicht drüber reden. Es gibt viele, viele andere Bereiche, die gar nicht so toll digitalisiert sind, obwohl wir es könnten. Und wir möchten Sie auf die Reise nehmen, in das Thema Produktivitätssteigerung und auch ein paar Vergleiche herstellen. Wo sind wir denn heute dort? Da stelle ich dir immer die erste Frage, Jörg, wie ist denn der Grad der Produktivität und der Automation in der Dienstleistung oder in der Industrie? Wie kann man das denn sehen? Hast du einen Ticker? Ich drücke. Ah, du hast, okay. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielleicht die da hinten stehen, hier sind überall noch einzelne Plätze frei, also die eine oder andere kann gerne auch noch in die Masse hineinkommen. Michael, ja. Vielen Dank. Ja, Produktivität, der Michael sagte es schon, die Industrie, wir kennen das seit den 70er Jahren, die Hallen werden leerer, die Industrie hat eine Automatisierung in der Produktion durchgeführt, wir kennen das Wort des Roboters, was so viel geändert hat, was wir verpasst haben und worüber ganz wenig nachgedacht worden ist. Die Produktivität durch Automation ist, wie wir es sehen, im industriellen Sektor erfolgt und im tertiären Sektor in der Dienstleistung ganz, ganz, ganz gering. In einer Studie hier von der University in Virgi aus Amsterdam kommen 3% raus. Ob es jetzt 3 oder 5% sind, die klare Aussage ist, Produktivitätssteigerung durch Automatisierung kennen wir in der Industrie und reden darüber seit vielen Jahren. Schon in der zweiten industriellen Revolution mit Fließbandarbeiten hat man automatisiert. Ja. Im tertiären Sektor fehlt das noch sehr stark bis heute. Das sind die Bilder, die einem dann auch in den Kopf kommen. Ja, ich hatte eben gefragt, woran denken wir? Wir denken genau daran, ja, an Fabrikhallen, an Fertigung von Fahrzeugen, überall die Roboterarme, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir in die Büros rein und es sieht gar nicht mal so viel anders aus als vor 10, vor 20 Jahren. Ja? Und warum ist das und kann man das ändern? Ja, wir müssen es ändern, die Änderung ist auf dem Weg. Wir möchten Ihnen zeigen, wo sie auf dem Weg ist, wer uns dabei hilft, nämlich künstliche Intelligenz und auch die Anwendungsfälle, wo wir es einsetzen können. Wenn wir eben dem Alexander von Frankenberg zugehört hat, der ja wirklich sich extrem damit beschäftigt, welche Unternehmen werden in der Zukunft erfolgreich werden, welche Geschäftsmodelle werden funktionieren, wo geht die Reise hin?
dann hat er in seinen Beispielen, wenn er über die Cloud gesprochen hat, eigentlich nur über Dienstleistungsthemen gesprochen. Wenn er über die Karte, die Parkticket nachgedacht hat, mit Papier zu arbeiten und nachher wieder manuell einzustecken, dann ist das, dass wir Menschen arbeiten. Also er sagt, da wo Menschen arbeiten, haben wir noch nicht automatisiert. Bitkom hat eine Umfrage gemacht, hat die deutschen Unternehmen gefragt vor 2 Jahren, wie sieht es denn aus? Habt ihr schon mal irgendetwas im administrativen Bereich, insbesondere bei der Datenerfassung, habt ihr schon mal irgendetwas digitalisiert und automatisiert damit? Und dann haben damals, 2016, haben gesagt, ich glaube, waren 18% der Personen, ja, irgendeinen einzigen Prozess im Haus haben wir mindestens mal digitalisiert, aber dann 19% sagen, sie haben das vor. 2 Jahre später, es hat sich so gut wie nichts getan. 2 Jahre später die gleiche Umfrage, sind 19%, die gesagt haben, sie haben schon mal irgendetwas digitalisiert und automatisiert in der Datenerfassung, und nur 17% wollen es tun. Stillstand in Deutschland. Ja, also ein katastrophales Bild. Ja. Im Grunde genommen weiß jeder, wenn er sich so betrachtet, während der Tagesarbeit, man kann viel, viel mehr machen. Sei es die Reisekosten, sei es E-Mails, sei es Eingangspost, sei es Rechnungen. Ja. Und es gibt eine Studie auch hier von McKinsey, eine noch relativ frische. Hier reden wir wirklich von einer ganzen Woche Ersparnis im Monat. Das heißt, 25-30% der täglichen Routinetätigkeiten sind automatisierbar, ja, sind unnütz. Also ich kann mir die rausschneiden, kann was anderes machen in der Zeit. Ja. Und das ist schon signifikant. 45 Stunden, das ist eine ganze, ganze Menge. Das ist eine Effizienzlücke, die gilt es zu heben. Die kann man heben, und die Mittel und die Wege dazu zeigen wir auf. Ja, wenn man sich die Vergangenheit mal anschaut, wenn man sich die viel zitierten industriellen Revolutionen der letzten 250 Jahre anschaut, dann sieht man, zunächst war die Landwirtschaft das, wo die Menschen gearbeitet haben. Also weit über 75% der Menschen haben vor 250 Jahren in der Landwirtschaft gearbeitet und haben dafür gesorgt, dass wir ernährt wurden, dass wir Geld bekommen haben, dass sie davon leben konnten. Die Landwirtschaft hat heute noch 1,6%, wahrscheinlich 1,5%, wenn man die aktuellsten Studien sieht. Es geht immer weiter zurück. 1,5 oder 1,6% der Menschen arbeiten noch in der Landwirtschaft, in der Agrar. Die erste und zweite industrielle Revolution, in dieser wurde das verändert. Man ist in die Industrie hereingewandert. Die Industrie war vor 100 Jahren der große Erfolgsfaktor, da haben die meisten Menschen gearbeitet, es wurde produziert. Heute sind es im Baugewerbe knapp 6%, in der Fertigungsindustrie noch knapp 19%, 25% der Bevölkerung arbeitet noch im industriellen Sektor, obwohl wir ja überall alle Produkte haben und mit Produktionen eben halt umgehen. Deutschland mit den Hidden Champions ein Weltmeister in der Produktion, in der Fertigung ist. fast 74% der Menschen arbeiten heute in Deutschland im Dienstleistungsbereich. Dienstleistungsbereich ist der Bereich, der uns praktisch ernährt, mit dem wir umgehen, in dem wir tätig sind. Nehme ich jetzt diese 25-30%, diese 45 Stunden jeden Monat pro Person, pro Mitarbeiter, die ich reduzieren kann, von diesen 74% der Dienstleister, komme ich auf unglaubliches Effizienzpotenzial und sage Ihnen, so wie in der ersten und zweiten Revolution die Agrarwissenschaften die Mitarbeiter runtergegangen sind, wie in der dritten Revolution auch die Arbeitsreduktion in der Industrie kam, genauso wie ein Uhrwerk und viel schneller als wir glauben, wird dieses im Dienstleistungsbereich sein. Und am Ende des Tages, wir kommen nachher noch zu anderen Studien, werden es noch viel, viel mehr wie diese 25-30%, die ein ganz konservativer Ansatz sind, sein. Ja, schauen wir uns mal an, was bedeutet das überhaupt? Automation von Routinetätigkeiten, in welchen Bereichen im Unternehmen fallen diese an? Natürlich in den Bereichen der Routine, der Sachbearbeitung, sei es in der Versicherung, der Antragsbearbeitung, Neuanträge oder Rechnungserfassung, diese ganzen Sachen, Abtipptätigkeiten, monotone Tätigkeiten, ist natürlich der Bereich, wo die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tätig sind. Dort sind natürlich auch prozentual die größten Einsparnisse zu erzielen. Das heißt, dort arbeiten die meisten Menschen und dort ist das meiste Papier. Ja?
im mittleren Management ist natürlich weniger Papierarbeit schon, vielleicht ein höherer Anteil an Kreativität, aber es sind auch natürlich viel, viel weniger Mitarbeiter dort in diesem Bereich ansässig. In der Geschäftsführung sind es nur noch ganz wenige und da geht es vielleicht nur noch um Reportings, um Excel-Tabellen und dergleichen. Also das nimmt dort ab. Da sind auch nicht die großen Ersparnisse, aber immerhin noch 20% Ersparnis in dem Geschäftsführungsbereich. Das heißt, hier sieht man, da sind riesige Werte zu heben. Das Diagramm zeigt es ganz anschaulich. Jörg, was macht das denn mit den Mitarbeitern, wenn die Routinetätigkeiten dauerhaft über lange Zeiträume hinweg durchführen müssen? Ja, Michael, das Thema ist ja, dass wir heute mit der heutigen Technologie, die wir haben, gerade in der Cloud, in der künstlichen Intelligenz, noch wirklich am Anfang stehen. Der Alex hat es eben gesagt, hat gezeigt, dieses exponentielle Wachstum. Vor 10 Jahren waren wir bei der Fliege, heute sind wir knapp bei der Maus und in 10, 15 Jahren sind wir bei der Intelligenz des Menschen in der künstlichen Intelligenz. Die Routinetätigkeiten, die wir heute ablösen können, sind sehr starke, sehr viel die monotonen, wiederkehrenden Routinetätigkeiten. Die Tätigkeiten, die der Mensch gar nicht machen will, wo wir lieber dem Roboter die Sachen geben, die der Roboter auch viel besser kann, also der Software-Roboter, die Software-Systeme selbst. Wir haben, wenn wir Arbeiten verrichten, an denen wir keinen Spaß haben, weil sie uns nicht herausfordern, weil sie monoton sind, weil sie wiederkehrend sind, weil sie jeden Tag dasselbe sind, geht die Produktivität runter. Man konzentriert sich irgendwann nicht mehr. Man hat keinen Spaß mehr daran. Man bekommt Frust. Warum haben wir heute so viele Menschen mit Burnout? Ja, weil sie mit ihrer Arbeit, mit dem Druck und dem Wiederkehrenden und der Spaßfaktor fehlt an der Arbeit. Wir nehmen diese Tätigkeiten heraus aus dem Geschäft und lassen diese Routinetätigkeiten durch Systeme, durch Software zum großen Teil erledigen. Und das ist die Idee, die wir verfolgen. Ja, also wir haben eben das Bild gesehen. Alex sagt, boah, das macht demnächst alles der Roboter, der Bot, das macht der. Wir brauchen uns um nichts mehr zu kümmern. Das wird auch so kommen, das unterschreibe ich auch so. Aber es gibt eine Stufe dorthin. Michael, ja. Was machen wir denn? Wie nennen wir das denn? Was ist das denn bei uns? Ja, also wir sehen ja alle die neuen Fahrzeuge, die kommen, Tesla und Co. Der Clou ist nicht die Elektromobilität. Der Clou ist das autonome oder teilautonome Fahren. Das heißt, Assistenzsysteme, wie wir sie heute noch nicht hatten, weil alles zentralisiert und gesteuert wird. Ja, man fährt los, er weiß schon, wann ich zur Arbeit fahre, alles stellt sich ein. Er weiß genau, wenn ich zur Kreuzung fahre, wird der Motor schon abgestellt, ich segel dorthin. Das Gleiche wird auch im Arbeitsleben geschehen. Wir nennen das Assisted Work. Das heißt, es geht jetzt noch nicht um die Ablösung des Menschen durch einen Roboter oder durch einen Computer oder durch ein Programm, aber um Hilfestellungen während der Arbeit. So, was kann der Mensch denn, was der Computer, der Roboter, der Bot noch nicht kann? Kreativitätsleistung. Künstliche Intelligenz klingt hoch, aber es sind Routinetätigkeiten. Die Kreativität nimmt uns noch keine ab und das ist gut so, denn da sind wir stark und das können wir besonders gut und darauf sollten wir uns konzentrieren. Insofern, Assisted Work, hier mal dargestellt anhand von 2 Händen. Ja, die eine Hand ist die menschliche Hand, die andere tippt, das ist schon der Bot, aber gemeinsam, nicht getrennt. Nicht, ich übergebe hier, mach du, was du willst, ich schaue weg, mach du deine Fehler. Nein, ich mache die Tätigkeiten, die ich besser kann. Bot, helfe mir bei den anderen Tätigkeiten. Die Engländer haben einen Begriff geprägt. Take the robot out of the human. Und mit Bot ist gemeint der Software-Roboter, den nennt man Bot. Take the robot out of the human heißt ganz einfach, viele erbringen schon monotone, roboterähnliche Tätigkeiten und sind damit zum Roboter geworden. Viele sagen, ja, ich habe Angst, dass der Roboter meine Tätigkeiten übernimmt. Nein, ich bin schon der Roboter. Und ich bin vielleicht dann auch relieved, ja, ich fühle mich besser, wenn diese Tätigkeiten von einem Programm, von einer künstlichen Intelligenz erbracht werden und nicht ich jeden Tag diese blöden Rechnungen abzutippen habe. Diese Grafik soll genau das ausdrücken, das ist was Positives und nichts, wovor man Angst haben muss. Jörg, was macht denn so eine künstliche Hand? Was sind denn typische Tätigkeiten dafür? Ja, wie nehmen wir denn den Roboter raus aus uns Menschen, dass wir nicht als Menschen Robotertätigkeiten erfüllen und erledigen müssen? Wir machen das, indem wir ganz bewusste Mechanismen einsetzen. Wir haben eben gehört, die Cloud-Technologie
hat sich schon heute durchgesetzt. Die erfolgreichen Unternehmen in dieser Welt, die wirklich an der Spitze stehen, auch von der Bewertung her, haben alle auf Cloud-Technologie gesetzt. Und wir haben vorne die Spitze gesehen, aber ganz viel kommt dort hinter. Und das sind Unternehmen, die in kürzester Zeit Durchbruch hinbekommen haben, keine hunderte oder 200 Jahre Tradition haben, sondern in der Regel irgendwo 20, 30, 40 oder nur 10 Jahre Tradition haben, die nach vorne bringen. Vergleiche ich Cloud im Autobereich mit Elektrifizierung, mit Elektroautos, dann redet man heute, dann weiß man, es geht ein Trend dahin und die werden irgendwann kommen. Auch das wird nicht die letzte Weisheit sein, der letzte Schluss, aber man weiß, da geht der Trend zurzeit hin. Und so ist das im Computerbereich, für die nächsten 25 Jahre steht fest, die Cloud-Philosophie, so wie man Software entwickelt, nämlich weg vom PC im Common-Bereich, wird das sein und man wird es nicht mehr physisch auf dem Client haben, auf dem Endgerät. Im Auto redet man, wenn man Tesla sieht, über autonomes Fahren. In der Software und in der Produktivitätssteigerung redet man über autonomes Arbeiten. Und für autonomes Arbeiten hinzubekommen, brauche ich eine Cloud-Technologie. Ich muss die Leistungsfähigkeit entfernt liegender, hochperformanter Rechner haben, die ich nicht auf meinen eigenen Rechner habe, und setze dann Instrumentarien ein, verschiedenster Art, die jedes Instrumentarium selbst einen Vorteil bieten für eine bestimmte Arbeitsleistung und nutze diese Verfahren, um die Systeme besser zu machen. Man fasst sie zusammen, heute unter künstlicher Intelligenz, in kognitiven Verfahren, die menschliche Arbeit nachverfolgen, sowas wie Agents. Agents sind Softwaresysteme, die, wenn sie eine Information von außerhalb bekommen, sie eine Entscheidung treffen. Beispiel, ganz einfaches Beispiel, was wir heute schon kennen und wo sie heute schon der eine oder andere auch mit Ihnen zu tun hat. Draußen wird es heller. Wir haben draußen einen Lichtmesser. Der Lichtmesser hat eine gewisse Helligkeit überschritten, gibt ein Signal. IoT, ja, die Internet of Things, dieses Signal wird gegeben, halt Helligkeit überschritten, Rollläden sollen bitte hochgeben. Der Agent sagt eben halt, gibt es Impuls, dass die Rollläden hochgehen sollen. Das ist ein ganz, ganz einfaches Part mit IoT, mit Aktoren und Sensoren, aber das Ganze wird in der Software ähnlich gemacht. Es gibt irgendwelche Zustände, es wird was festgestellt, eine Eingangsrechnung ist hochgeladen worden und dann wird was angestoßen. Mit Bots oder Robotik heißt, Softwaresysteme empfangen diese Informationen, machen jetzt was. Die schieben Software an, Software läuft durch das Unternehmen, eben halt triggert und hilft eben halt Routinen abzuspielen. Was Menschen noch mit eingegeben haben, werden dann praktisch in den Systemen durch Maschinen eingegeben. Man filtert, extrahiert Daten heraus aus etwas und man gibt die Eingabe, die sonst der Mensch getan hat, durch die Systeme selbst. Ja. Im Grunde genommen ist das, was Jörg gesagt hat, das Erkennen von Zuständen, das Triggern, das Übernehmen von teilautonomen weiteren Prozessen und dann wieder an den Mensch weitergeben. Also es geht nicht um rechts, links, schwarz, weiß, 1-0. Es geht um das Miteinander. Also um das gezielte Einsetzen dieser Technologien. Der Mensch bleibt Mensch und der Roboter bleibt Roboter, aber man arbeitet zusammen. Wir haben versucht, das mal so zu visualisieren, ja, dass man dort wirklich im Team arbeitet mit diesen Hilfsmitteln, so wie beim Assisted Driving im Auto auch. Ich lasse ja auch nicht das Lenkrad los, aber er weist mich hin, Mensch da vorne, du hast vergessen zu bremsen, ich bremse, halt den Abstand, pass mal auf, links beim Überholen blinkt ein Lämpchen. Das ist hier genauso, indem man sagt, man definiert die Bereiche, die der Bot macht und man definiert die Bereiche, wo der Mensch besser ist. Das soll hier zum Ausdruck gebracht werden. Wir haben uns das zur Philosophie gemacht und verfolgen alles, was wir in der ScoopVisio tun, an Entwicklung, an Vermarktung, folgt dieser Philosophie Assisted Work. Also wenn Sie uns fragen in der ScoopVisio, wo wollen wir denn hin, dann ist es das. Diese Folie hier, so einfach und trivial, wie sie aussieht, ist das Zusammenarbeiten von Software-Robotern, von Software, die intelligent, künstlich intelligent uns unterstützt. Assistant unterstütztes Arbeiten. Wir sind nicht beim autonomen Arbeiten, aber auf dem Weg dahin. Autonomes Fahren ist heute auch noch mit Lenkradhaltung. Aber wir werden immer weiterlaufen und immer mehr wird dieses Assistant, was eben die künstlich intelligente, gesteuerte
Software angeht, wird Raum einnehmen. Wir sind vor 3-4 Jahren auf diesen Weg gegangen. Wir haben die Cloud-Technologie gebildet, haben dort mit Funktionalitäten gebaut, haben dann künstliche intelligente Verfahren als Tools entwickelt, die wir hineinnehmen in unsere Systeme, die nicht an einer Stelle arbeiten, sondern die ein Problem lösen, was an vielen Stellen im Unternehmen auftreten kann und die wir jetzt so langsam auch produktiv in die Software hineinbringen, um dieses Assistant Work zu schaffen. Das ist die Philosophie, die DNA, die wir aufgezogen haben, um mit diesem Bild unterstützendes Arbeiten Sie mit unserer Software in eine höhere Produktivität zu bringen. Verschiedene Unternehmen sind in Teilbereichen schon sehr, sehr weit. Ja, viel weiter, als man es vielleicht bei der gewöhnlichen Bürotätigkeit vermutet. Das sind aber dann Versandhändler, die einen hohen Automatisierungsgrad haben. Nenn doch mal ein Beispiel, Jörg. Wie sieht es denn aus bei Zalando und Co.? Also ein Beispiel, wir haben uns sehr darauf konzentriert, Beispiele zu nehmen, die heute schon da sind und zeigen nachher auch Themen, die da sind. Die Chatbots, ja, mit denen man chattet, sind so heute aufgebaut, dass 60-80% der Fragen, die der Mensch stellt, durch den Chatbot beantwortet werden. Wir kennen das früher von diesen Fragen und Antworten, ja, Question and Answers, die sehr viel genutzt worden sind, um schon den Kunden eben halt Möglichkeiten der Selbstnachschauen, des Selbstlernens zu bringen. Heute macht man diese künstlich intelligent. Das bedeutet, man reagiert auf Fragestellungen von Kunden. Das System wird immer wissender. Es lernt immer mehr hinzu. Man sieht, wie häufig werden welche Fragen gestellt, wie können wir geantwortet, sind die Antworten ausreichend, agiert der Mitarbeiter, der Anrufende danach irgendwie, ruft er nochmal an und man reagiert darauf, um das immer, immer besser zu machen. Und 60-80% in den Chatbereichen von guten Online-Händlern, Lieferanten, wird heute schon automatisiert. Und dieser Trend ist ganz klar steigernd. Menschen werden ersetzt, die nicht an der Hotline sind. Diese großen Callcenter werden reduziert. Und wenn Sie 60-80% reduzieren von Callcenter, wo hunderte, tausende von Leuten sitzen, sehen Sie schon, was das für eine Arbeitsersparnis ist. Was bedeutet das denn auf uns übertragen, unsere Aktivitäten? Der Begriff dabei ist dieses Enterprise Automation. Also wir beschäftigen uns ja mit Unternehmen und betrieblichen Abläufen in Unternehmen. Die Software in Unternehmen, die wir bauen, ist das, was wir sehen. Und wir sagen dazu, das ist die Scovisio Enterprise Automation. Also Unternehmen, Automatisierungsprozesse im Unternehmen drin. Und hierbei geht es darum, dass wir wirklich die take the robot out of the human, dass wir wirklich diese Prozesse, die Systeme übernehmen können, sukzessive umstellen auf das System. Ja. McKinsey hat eine Studie gemacht. In der Studie hat sie, das ist eine ganz berühmte Studie, aus dem Januar 2017 heraus, wird überall in der Welt zitiert, am wenigsten in Deutschland, dass sie sagen, bis zu 50% der Tätigkeiten könnten mit heute verfügbarer Technologie im Dienstleistungsbereich automatisiert werden. 30% der Aufgabenstellungen könnte man heute schon mit der heute verfügbaren Technologie automatisieren in Unternehmen. Ja, was bedeutet das? Ja, also man fühlt sich immer gut, wenn man was automatisiert hat. Also wenn die Reisekostenabrechnung mit Abfotografieren erledigt wäre, fühlt man sich gut dabei, weil man hat Zeit für was anderes, für wesentlich nützlichere Dinge. Und der Alex wäre auch dann zufrieden zu Hause. Seine Frau würde nicht mehr schimpfen oder schlecht drauf sein und er würde wegrennen, sondern alle wären zufrieden. Ja. Was ist das Ziel? Wenn alles, was automatisierbar ist, automatisiert wird, dann fühlt man sich viel effizienter. Ja, vor wenigen Jahren, einige der Namen, die dort waren, Uber und Co., hatten zu ihren Gründungszeiten, da dachte man schon, boah, weltweit größtes Unternehmen hier in Fahrdiensten, hatten 100 Mitarbeiter in New York, eine Etage. Das war's, ja, weil sie automatisiert waren. Also sie fühlten sich viel größer und wurden auch viel größer wahrgenommen, als sie tatsächlich waren. Ja, die 100 Menschen hier in einem Betrieb, toll automatisiert, fühlen sich wie 1000 oder haben eine Effizienz wie 1000 und werden auch so wahrgenommen. Und darunter leidet keine Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit, sondern im Gegenteil,
die Menschen, weil sie automatisiert haben, sind sie sehr kreativ, die Kunden bekommen schnelle Rückmeldungen, man hat vertrieblich mehr Erfolg. Also das ist ein Wirkkreis, der wirklich nach oben geht und man sollte damit beginnen, bei kleinen Sachen schon beginnen und sich dann nach vorne arbeiten. Das ist kein Big Bang, morgen bin ich digital und durchautomatisiert, aber es soll ein bisschen veranschaulichen, man kann sich viel größer machen, man ist viel effizienter, als tatsächlich der Fall ist, wenn ich das so lasse, den Status quo, wie er ist. Ja. Auch Bereiche der Automation, künstliche Intelligenz, was fällt denn darunter, um es einfach mal in Ordnungsbegriffe einzuteilen? Ja, ich meine, wenn 100 Leute sich wie 1000 anfühlen, wenn also die Produktivität hochgehen soll, was das sehr aussagt, dann muss man das in die Systeme hineinlegen können. Und man hat uns in der Vergangenheit, haben viele gesagt, was ihr entwickelt, geht doch mal hin, tut doch mal die Funktionalitäten, da gibt es alte Software, die kann das noch viel besser als in euren neuen Software-Systemen. Und es ist dann ganz schön schwer, Ruhe zu bewahren und genau zu überlegen, was man macht. Wenn man die Zukunft verändern will und auch was bewegen will, dann muss man den Mut haben, auch neue Dinge zu tun. Und wir haben uns überlegt, welche Mechanismen werden in der Zukunft in einem prozessorientierten, in der Cloud laufenden System unsere Systeme auf ein anderes Niveau bringen. Nicht die Software, die man in der Vergangenheit gemacht hat, in der neuen Technologie, Cloud-Technologie neu entwickeln, sondern diese ganz weiterentwickeln, in eine neue Dimension entwickeln. Und dafür haben wir verschiedene Toolbereiche entwickelt, innerhalb der Scope Vision hineingelegt in das System. In die Robotik-Prozess-Automation, darum geht es, dass nicht mehr der Mensch Dinge in Formulare eintrippt an der Software, sondern dass diese Informationen aus Kontext, aus dem Wissen, dem Unternehmen, Enterprise-Wissen herausgezogen werden und automatisch eingegeben werden. Der Mensch entlastet wird überall da, wo das Unternehmen aus Unternehmenswissen, allgemeinem Unternehmenswissen, schon Dinge ausfüllen kann, soll es der Mensch nicht mehr machen. Das macht die Robotik-Prozess-Automation. Enterprise Knowledge Representation ist, man muss auf das Wissen eines Unternehmens komplett zugreifen können. Man muss also man muss wissen, wo Informationen im Unternehmen sind. Und diese Informationen sollen ja auch nicht 5 oder 10 oder 20 Mal abgespeichert sein, sondern eine Eindeutigkeit dort sein. Und diese Enterprise-Wissen zugreifen zu können, ist das Zweite, was wir machen. Jedes Dokument, was hineingescannt wird, wird nicht nur OCR gescannt, sondern ein Scroller geht drüber und liest es. Semantik heißt, die Bedeutung zu verstehen, aus Zeichen eine Bedeutung zu verstehen. Wir haben Machine Learning eingeführt. Ja, hier haben wir einen Partner mit ins Boot hineingenommen, um mit selbstlernenden künstlich-neuronalen Netzen bei semi-strukturierten Daten diese aus Formularen herauslesen zu können und die Bedeutung zu verstehen und die Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben logikbasierte Systeme, der Expertensysteme reingenommen, um Regeln abarbeiten zu können. Wir sind hingegangen und haben die Maschinensprache übersetzt in eine natürliche Sprache, so dass unser Bot-System natürlich mit E-Mails in natürlicher Sprache bei Timelines, ob in einem Messenger oder in Teams oder in Slack, einem natürlichsprachige Rückmeldungen geben kann oder sogar in der Sprache selbst. Und wir haben semantische Verfahren angewendet auf logikbasierte Verfahren, die etwas erkennen, wenn ich eine ID, eine Steuer-ID erkenne, dann weiß ich genau, aha, das handelt sich um eine Steuer-ID, kann die herausfiltern, extrahieren aus einem Wissen heraus. Und so haben wir Tools entwickelt, die wir überall im System einsetzen können, um damit Produktivität in der Zukunft in prozessorientierten Cloud-Unternehmenssystemen, die aus einem Guss heraus sind, auch wirklich darstellen zu können. Ja, das Michael, war jetzt noch mal, welche Bereiche haben wir denn? Ja, das war jetzt nochmal wichtig zu erfahren. KI ist nicht KI, sondern KI besteht aus Bereichen. Ja, und die haben wir gerade noch mal in einen Kontext gesetzt, weil wir werden gleich anhand eines Beispiels sehen, wie KI Hand in Hand zusammenarbeitet, um die Effekte zu bringen. Da gibt es auch noch viel mehr. Das hier ist nur das, was wir heute realisiert haben. Ja. Da kommt noch viel mehr. Bereiche der Automation. Ja, woran kann man denn da denken? Wenn man oben rechts anfängt, das sind so Vertriebsthemen, Kampagnenmanagement, Lead Nurturing, das ist alles hochautomatisierbar. Das heißt, wenn ich eine
eine Kampagne fahre und dann Rückmeldung bekomme vom Kunden, er klickt auf ein White Paper oder er klickt auf ein Interessensgebiet, dann bekommt er ein Scoring, er bekommt anderen Content zur Verfügung gestellt. Alles Dinge, die man hochautomatisieren kann, wo heute kein Mensch mehr dahinter sitzen muss. Wir sehen darunter im Bereich Ressourcenplanung, kritischer Pfad, das sind alles Projektthemen. Ja, wenn ich ein Projekt manage, dann habe ich dort Ressourcen, Mitarbeiter eingesetzt. Ich muss wissen, wenn ich über 15 Standorte ein Projekt plane, wo sind die Mitarbeiter? Wie kann ich sie denn optimal nach ihren Skills einsetzen? Ich kann das in Excel-Tabellen machen, dann habe ich zu viel Mitarbeiter und die einen langweilen sich, die anderen glühen. Oder ich wende hier intelligente Verfahren an, die mir schon sagen, das Projekt in München wird am besten gestafft mit dem Team. Die sind verfügbar, die kommen aus 3 Geschäftsstellen. Macht das so. Also eine ganz, ganz konkreter Einsatzbereich. Bei der Warenwirtschaft genauso Mengenoptimierung, Lagerbestände, automatische Bestellverfahren, optimale Routenplanung für die Logistik, Lagerort, chaotische Lagerhaltung und. Also auch dort wird KI in den verschiedenen Verfahren eingesetzt. Kommen wir in den HR-Bereich, dort sind es natürlich Themen Gehaltsabrechnung. Alex, die Reisekosten haben wir hier auch aufgeführt, die Reisekostenabrechnung. Sie nervt nun mal jeden. Ja. Wir sind eine Dienstleistungsindustrie, haben 75% der Menschen in der Dienstleistung. Insofern hat jeder mit Reisekosten auch zu tun. Klingt lapidar, ist aber ein Effizienzkiller. Belegverteilung. Ja. Wer bekommt denn heute den Beleg, die Gehaltsabrechnung auf Papier? Ja. Mal Hände hoch. Wer bekommt sie auf Papier? Ja, sehr, sehr viele bekommen sie auf Papier. Ist total unnötig. Ja. Das kann man ganz anders verteilen. Es muss natürlich sicher sein. Es muss mit Rechten hinterlegt sein. Aber man kann das anders gestalten. Personaleinsatzplanung genauso. Denken Sie an das Hotel hier. Heute eine Veranstaltung mit über 1000 Menschen. Da brauche ich viele, auch externe Helfer. Morgen vielleicht wieder Routinebetrieb. Sieht es wieder anders aus. Ich muss das ja vorwegsehen. Ich muss das ja forecasten können. Ja? Welche Veranstaltungen sind geplant? Wie viele Mitarbeiter benötige ich? Und ganz oben links im Dokumentenbereich geht es darum, wirklich die Erkennung, die Extraktion, das Auslesen, das Interpretieren, das Klassifizieren und das Verarbeiten. Wir möchten jetzt zeigen, dass wir im Grunde genommen diese Unternehmensteile durch unsere Lösung automatisieren können und haben hier auch ein Praxisbeispiel. Wir möchten jemand auf die Bühne bitten. Das ist der Herr Martin Jung, Geschäftsführer der Invite Group. Und er soll uns mal ein bisschen aus der Praxis erzählen. Zum einen, was die Invite Group ist, was seine Rolle dort ist und wo sie standen, welche Herausforderungen die Invite Group hatte und wie sie diese Herausforderungen gelöst haben. Vielleicht überbrücken wir den Punkt und Martin, herzlich willkommen auf der Bühne. Danke. Ja, Martin, wenn du dich kurz vorstellen magst. Ja. Martin Jung, ich bin der Geschäftsführer der Invite Group. Die Invite Group ist ein Zusammenschluss von 15 Unternehmen in der Hotellerie- und Gastronomiebranche. Vielleicht so die Größenordnung, wo wir uns bewegen. Also wir machen so 55 Millionen Umsatz im Jahr und haben so knapp 600 Mitarbeiter. Das Camea hier ist zum Beispiel eins unserer Häuser. Und das ist so kurz zur Invite Group. Ja. Was waren denn die Herausforderungen, wenn man jetzt an Digitalisierung denkt, also Hotellerie, Gastronomie, 600 Mitarbeiter ist ja was, viele Standorte, 15 Betriebe, großer Umsatz. Was sind denn die Herausforderungen gewesen? Ja, wir sind in den letzten Jahren halt stark gewachsen. Das war so der Haupttreiber. Also wir hatten die Notwendigkeit, da auch unsere Prozesse anzupassen. Und der zweite Punkt, den ich so sehe, ist halt, das Umfeld verändert sich auch. Ne? Also was der Michael eben auch schon sagte, auch im Markt, wir werden halt zunehmend auch mit Plattformen konfrontiert. Also alle Partner drumherum arbeiten zum Teil auch schon, wenn sie die internationalen in der Hotellerie sehen, auch mit Plattformen. Da kommen halt einfach andere Datenmengen, anderes Volumen rein, was wir halt immer noch händisch abarbeiten wollten. Und allein auch, also wir mussten uns verändern von der Marktseite und sind dann auch gewachsen. Eigentlich sind das so gegenläufige Bewegungen und ja. Da war halt die Not groß irgendwann. Ja, Martin. Vielleicht können wir auf die Invite-Folie gerade springen. Dann haben wir wieder den Kontext, der Beamer ist wieder aufgewacht. Martin, du hast ja eben gesagt, es waren viele Einzelbetriebe und die haben wir zusammengefasst. Du hast das mit deinem Team gemacht in einer Gruppe drin und die dezentrale Arbeit war ja früher vorherrschend
Und die Idee von dir war, alles mal neu zu überlegen, ein Shared Service Center hineinzubringen. Was hast du denn da gemacht und welche Rolle hat die Software dabei gespielt? Ja, also die Idee war halt am Ende, dass wir ein Shared Service Center bilden. Also welche Prozesse können wir zentral besser abbilden als in jedem Satellit dann dezentral? Und dafür brauchten wir halt ein Werkzeug. Und das war relativ schnell klar, dass wir da auf Cloud-Technologie setzen, weil wir in unterschiedlichsten Gebieten, Sie sehen hier auch unsere Häuser, also wir haben auch in Österreich ein schönes Chalet, wir müssen halt ohne große technologische Hürden halt möglichst einfach zusammenarbeiten. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir wollten halt auch ein integriertes System. Also wir wollen möglichst wenig Schnittstellen haben. Wir wollen diesen Standard-Workflow möglichst in einem System abbilden. Das ist natürlich nicht immer so 100% möglich. Also wir haben auch ein PMS-System. Also das ist ein Hotel-Management-System, was sie natürlich, das sind so Branchenfachsysteme, die müssen sie immer mit ins Boot nehmen. Aber so, dann sind wir letztendlich auf Scope Visio gestoßen und haben dann uns mit Scope auf den Weg gegeben und verschiedenste Themen auch schon umgesetzt und auch hochautomatisiert. Kannst du mal sagen, was habt ihr in der Finanzwelt gemacht? Wie war es vorher, wie ist es heute? Ja, also wenn jemand vielleicht aus der Hotellerie so ein bisschen kommt, also allein das Camea hält pro Monat ca. 3000 Kreditkartenabrechnungen. Also das ist so die Größenordnung. Und davon haben wir halt, wir haben halt 15 Betriebe. Ne? Und dann bekommen sie aus diesem PMS-System bekommen sie diese 3000 Belege in die FIBU rein und demgegenüber steht dann pro Tag eine Kreditkartenabrechnung. Und dann können sie ein ganzes Heer von Leuten beschäftigen, die nichts anderes damit tun, versuchen das auseinander zu tüfteln. Ne? Was kommt rein und was ist wie bezahlt worden? Und ich habe selten erlebt, dass es dann auch wirklich aufgegangen ist. Also das ist immer so ein bisschen viel Mühe, wenig Lohn. Das ist so ein Beispiel. Die kommen halt aus hochautomatisierten Systemen raus und wir versuchen oder haben versucht, das manuell aufzuarbeiten und das ist total unnötig. Das ist das, was Michael oder Jörg auch eben schon sagten. Das ist total stupide Arbeit. Das können Sie, da haben Sie Kennzeichen drin, die können Sie einfach verknüpfen, das können Sie total einfach automatisieren. Dann im Ergebnis kommt dann raus, dann sind vielleicht 1% der Fälle, die dann übrig bleiben, klärungsbedürftig und der Rest ist komplett durchautomatisierbar. Ja? Also das ist so ein bisschen diese analoge Welt, wo wir so als klassischer, sag ich mal, also das Gesetz des Dienstleistungsunternehmen uns von weg entwickeln wollen. Wir und auf der anderen Seite haben sie die hochautomatisierte Welt. Du verknüpfst also heute die knapp 3000 Kartenabrechnungen im Monat vollautomatisiert mit Avisen, die verzifferst die automatisch aus, die werden automatisch kontiert, die werden automatisch gebucht und nur diejenigen, wo Abweichungen sind, die übrigen, nur noch diese Anomalien werden angeschaut und den ganzen Wust an Berg wird gar nicht mehr betrachtet, sondern läuft automatisch durch. Genau, so ist es. Und jetzt bekommt ihr Transparenz rein, wisst ihr, wo Abweichungen sind? Ja, also das kann sich ja wahrscheinlich auch jeder vorstellen, allein das Thema. Ich springe jetzt mal auf das Thema Rechnungseingangsbuch. Das war eigentlich in der Folie davor, deswegen ich greife das jetzt mal so ein bisschen ab. Also das Thema Transparenz ist ganz wichtig. Also wir haben den Prozess unter Kontrolle. Also ein wichtiges Ziel ist, wir wollten halt auch professioneller werden. Wir sind gewachsen und wir wollten halt auch wirklich Themen wie Skonto und so weiter, das ist ein Riesenthema bei uns. Wir haben allein in den beiden Bonner Betrieben haben wir im Monat circa 1000 Eingangsrechnungen und so ein Hotel hat sehr, sehr viele Bereiche, sehr viele Abteilungen, dann kommen Belege überall an. Also es kommt ja nicht nur die Rechnung, es kommt der Lieferschein, das muss sachlich geprüft werden. Das läuft also einen Prozess durch, der war früher oder ist wahrscheinlich in vielen Betrieben noch manuell. Ne? Da liegt die Rechnung auf dem Tisch und die muss abgezeichnet werden. Und das haben wir halt mit Scope halt komplett digitalisiert und halt auch, ja, jetzt ist die Folie da, und halt auch in Teilen automatisiert, also da, wo es Sinn macht. Ne? Ja, also man sieht hier ganz oben, das sind normalerweise, das waren hier jetzt 8 Stufen der manuellen Rechnungsbearbeitung. So wäre es einem im Grunde genommen, wenn der Mensch arbeitet an den Rechnungen. Ja? Und das kann schnell mal eine Stunde plus dauern. Ja? Weil es ist beschrieben, Rechnungseingang, ich muss sie erfassen, ich muss sie stempeln, ja, sie ist eingegangen am, ich muss sie vorkontieren, ich muss sie sachlich prüfen, ich muss sie freigeben, ich muss sie kontieren, ich muss sie verbuchen, ich muss den Bankeingang überblicken. Das ist alles ein Prozess. Und jetzt bei so vielen Rechnungen, die natürlich in einem Hotel oder in so einer Gruppe aufschlagen, ja, sind dann direkt 3, 4, 5 Personen nur damit betraut. Und das sind
einfach monotone Arbeiten, monotone Tätigkeiten. Ja, was wir gemacht haben. Vielen Dank, Martin, erst einmal für den Praxisbeitrag dazu. Sehr gerne. Wir haben diesen letzten exemplarischen Workflow, es ist nur ein Workflow, herausgenommen und hier mal dargestellt. Und Sie sehen hier im unteren Bereich, was sind denn mögliche Automatisierungsareale? Ja, das heißt, natürlich haben wir vorhin den Rechnungseingang, es kommt irgendwas per Papier, E-Mail-Anlage oder sowas rein. Ja, da habe ich die Rechnung im idealen Fall als PDF. So. Aber dann haben wir hier einen automatisierbaren Teilprozess. Und da steht nicht eine Aktivität drin, sondern da stehen hier 4 Aktivitäten drin. Und das ist nicht nur ein Medium der künstlichen Intelligenz, sondern wie wir gleich sehen, werden es 4 bis 5 sogar, die dort anspringen, wenn wir die Rechnung ins System geben, was dann passiert. Wir werden das gleich im Clip direkt sehen. Ja. Dann kommt wieder eine Stufe, die wir auch gleich zeigen. Das ist die Prüfung, da kommt der Mensch wieder. Aber der Mensch kann ja woanders sein. Der Mensch kann ja in einer anderen Geschäftsstellung, in einem anderen Hotel, der kann gerade in Urlaub sein. Die Rechnung ist aber freizugeben, weil ein großer Kontoabzug möglich wäre. Da muss das mal eben möglich sein. Sehr, sehr einfach auf any device und nicht auf Papier per Handschrift oder Abzeichnen oder Unterschriftsmappe. Das muss einfach on the fly gehen. Da kommt der Mensch wieder. Dahinter, was danach kommt, ist wieder ein Bot. Wir haben jetzt leider den Beamer wieder verloren. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ist dann wieder ein Bot, der dann wieder eingreift und den Rest erledigt. Wir bitten auf die Bühne jemand, der uns das genau erklären kann, ein absoluter Experte bei den künstlichen neuronalen Netzen und selbstlernenden Systemen, Dr. Ulrich Erxleben. Uli. Hallo Uli. Hallo, hallo. Vielleicht magst du dich nur kurz vorstellen, dann spielen wir den Clip und danach kannst du uns ja und auch den Teilnehmern mal erläutern, was passiert da, vor allem in dem, was wir nicht sehen. Denn Automatisierung heißt, vieles geschieht wie von Geisterhand und das ist schwer zu visualisieren. Insofern dann gleich gerne ein paar Worte dazu, aber bitte zu deiner Person, was machst du, womit beschäftigst du dich? Ich bin Uli Erxleben, ich bin Gründer von SMEC. SMEC ist ein Technologie-Startup oder KI-Startup in Berlin. Und meine Kollegen und ich, wir setzen uns seit 2015 damit auseinander, wie man die manuellen Prozesse in der Finanzabteilung automatisieren kann. Und mittlerweile nicht nur in der Finanzabteilung, sondern auch in anderen administrativen Bereichen. Und das Besondere ist, wir benutzen da eine ganz spannende Technologie. Und zwar maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen. Und diese Technologie ermöglicht viele dieser dokumentenbasierten Verarbeitungsprozesse zu automatisieren. Prima, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal auf den Clip, den wir vorbereitet haben. Hier geht es jetzt drum, wir bekommen eine Rechnung. Sie sehen hier unser Systemscope Visio. Eine Rechnung kommt rein, wird zum PDF, geht dann in das Rechnungseingangsbuch hinein und dann die Verarbeitung schauen wir uns an. Ich kann vorwegnehmen, Sie werden nicht viel sehen. Insofern müssen wir ein bisschen was erzählen dazu. Also hier sehen Sie das PDF. Jetzt wird es hineingelegt ins Rechnungseingangsbuch. Wir erkennen es. Es wird rangezoomt, wir rufen diesen Beleg auf per PDF. Dort sehen Sie die Rechnung mit allen Angaben. Jetzt läuft ein Prozess ab. Wir lesen schon Daten aus wie Adresse, Bankdaten. Jetzt geschieht ein Punkt der KI, den Uli gleich erläutern wird. Und nach diesem Schritt ist die Rechnung, alles was auf der Rechnung stand, ist zum einen rechts ins System gewandert und zwar auch Positionsdaten reingewandert. Aber auch Prozesse sind angetriggert. Ja, das ist der untere Bereich. Das heißt, um das jetzt zu visualisieren, haben wir genau diesen Snapshot genommen und in der PowerPoint auf einem Slide mal dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie die Rechnung, die wir reingescannt haben. Rechts sehen Sie das Ergebnis, was ist damit passiert. Und daneben stehen jetzt wieder die Grafik, die Jörg eben erläutert hat, mit den Instrumenten der künstlichen Intelligenz. Zu welchem Segment kommt welches Verfahren jetzt zur Anwendung? Sie sehen, es ist nicht ein Verfahren, es sind viele Verfahren. Uli, bitte erläuter mal, wie kommen die Rechnungsdaten, vor allem die Kür, ja, die hohe Kunst sind die Positionsdaten, wie kommen die Positionsdaten dorthin? Die Seite ist super, weil die zeigt, dass wenn man KI sagt, man meint damit nicht eine Technologie. Das ist eine Aneinanderreihung verschiedener technischer Verfahren. Und wir haben uns auf die Kür, danke, spezialisiert, maschinelles Lernen, um kompliziertere Sachen auf Rechnungen zu erkennen. Und kompliziertere Sachen sind zum Beispiel Tabellen.
Und künstliche neuronale Netze, das klingt ja ganz aufregend. Was das eigentlich ist, das ist ein statistisches Verfahren zur Mustererkennung. Und wenn Sie mal auf eine Rechnung gucken, die folgt ja ganz klaren Mustern. Die sehen alle ein bisschen anders aus, die Rechnung, aber sie folgen einem Muster. So lernt ja auch der Sachbearbeiter, wo er Daten erfassen muss. Und wenn Sie sich jetzt mal so eine Tabelle angucken, die hat eine Tabellenstruktur. Und eine Tabellenstruktur, die kann man über ein optisches Erkennungsverfahren erkennen. Benutzt dazu ein technischer Begriff, Convolutional Neural Networks. Das ist die gleiche Technologie, die auch hinter selbstfahrenden Autos steckt. Und mit der kann man jetzt die Struktur dieser Tabelle erkennen. Das sind die Spalten, das sind die Reihen. Das ist ein Ansatz. Und nun muss man aber noch verstehen, was denn die Spalten bedeuten. Menge, Steuerbeträge, Positionstexte. Und dafür benutzt man ein anderes Verfahren, und zwar Texterkennung, Textverständnis mit künstlichen neuronalen Netzen, mit Recurrent Neural Networks. Und das gilt für viele Bereiche auf so einer Rechnung, dass diese verschiedenen Erkennungs-, Erfassungs- und Verständnisthemen mit unterschiedlichen Ansätzen, die man dann kombiniert, gelöst werden. Und gerade diese Mustererkennung bietet da ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben auch so komplizierte Datensätze, umfangreiche Datensätze wie Positionsinformationen aus Tabellen zu erfassen. Prima. Vielen Dank, Uli. Ja, viele Begriffe, ja, aber mal verständlich rübergebracht, auch in den Kontext bezogen, wirklich mal auf so ein Beispiel Rechnungserfassung. Im unteren Bereich sehen Sie Expertensysteme und Robotic Process Automation. Was heißt das? Ein von uns einmal hinterlegtes Schema. Was passiert mit einer Rechnung dieser Art? Ja? Wer hat es denn jetzt zu prüfen? Ab welchem Betrag ist es zu prüfen? Ab welchem Betrag bedarf es einer Vier-Augen-Prüfung? Was ist, wenn die Person gerade verhindert ist, in Urlaub ist, krank ist? Wer bekommt es dann? Das heißt, diese ganze Steuerung ist mit diesem einen Augenblick, den wir eben gesehen haben, hier abgebildet. Ebenso das ganze Verbuchen auf Kostenstellen. Was ist es für ein Typ? Um welche Produkte handelt es sich? Auf Positionsebene, welches Produkt ist wie zu verbuchen, ist alles hinterlegt und geschieht. Damit ist nochmal dargestellt, dieser Kasten hier eliminiert oben vier Schritte. Kannst du noch mal gerade eins zurückgehen? Ja, also ich denke, was wichtig zu verstehen ist, von künstlicher Intelligenz sieht man fast nicht. Das ist das, was im Hintergrund, in der Blackbox verschwindet. Da tut sich manchmal ganz, ganz, ganz viel. Und wenn der Mensch das manuell machen müsste, was er heute überwiegend macht, hat er wirklich damit Aufwand und Arbeit. Und die künstliche Intelligenz tut das alles verschwinden lassen. Und sie gewöhnen sich so unfassbar schnell daran, dass Dinge automatisch gehen. Dann ärgern sie sich, dass sie eine Sekunde warten müssen, weil da ein Rädchen dreht, obwohl das ihnen 10 Minuten Lebenszeit eben halt schenkt und gibt. Was wir hier gezeigt haben, und das hat der Uli eben gesagt, ist es, es gibt ganz viele unterschiedliche Verfahren der künstlichen Intelligenz. Und es ist eine Komposition, die wir verstehen und lernen müssen, diese in die richtigen Zusammenhänge zu bringen und die richtigen Sachen so zusammenzubringen, dass sie helfen. Wenn wir die Einzelpositionen kennengelernt haben, dann kommt in der Robotik, werden Daten aus dem Unternehmenswissen, aus dem Enterprise-Wissen herausgenommen. Ich kenne den Kreditoren, ich habe ihn erkannt, ich habe ihn semantisch vielleicht oben erkannt, also Bedeutung erkannt eines Kreditor eines Namens oder eine Handelsregisternummer, eine Eingangssteuernummer. Und dann kann ich hingehen und kann sagen, gibt es denn zu diesem Kreditor schon Wissen oder habe ich eine Adresse von ihm, kenne ich seine Steuernummer, habe ich irgendein Content-Wissen und ziehe mir diesen rein. Das ist Robotic Process Automation. Nicht mehr der Mensch gibt ein, sondern das System gibt die Daten ein. Und dann geht man hin und das Expertensystem sagt, okay, es handelt sich also um eine IT-Rechnung für die IT-Abteilung und da sind IT-Sachen drauf. Also ist es höchstwahrscheinlich, ich lerne, die Kostenstelle ist die IT-Kostenstelle. In der IT-Kostenstelle habe ich einen Verantwortlicher. Der Betrag ist ein Betrag von über 1.000 Euro, das muss der Abteilungsleiter, über 1.000 Euro ist der Abteilungsleiter zuständig. Also wird ein Workflow rausgesucht, in dem
diesem Bereich hier, in dem gesagt wird, aha, sachliche Prüfung muss vom Abteilungsleiter geben und die, vielleicht die finanzielle Freigabe von einem Kollegen oder kann er auch oder muss ein anderer machen dabei. Und dann wird herausgefiltert im Expertensystem, also ein logikbasiertes System, wer denn hier einen, welchen Workflow muss ich heranziehen, um damit dann die Abläufe durchführen zu lassen. Geschieht alles in der Sekunde, die wir eben das Drehen gesehen haben. Und danach wird hier unten ausgefüllt, eben halt, wo wird die Rechnung zugeordnet und auf welche Kostenstelle wird die gebucht. Dieses ist Unternehmenswissen. Und wenn Sie in der Zukunft darüber nachdenken, wie wird Software eingeführt, dann ist das nicht mehr das Software-Einführen. Und die IT-Abteilung wird sich nicht mehr mit Infrastruktur zurechtgeben, wie das Rechenzentrum aussieht. Sondern die große Kunst ist es, dass diese Systeme ihr Unternehmen kennenlernen müssen. Nämlich die wissen nicht, wer ist ihr Abteilungsleiter IT und wie funktioniert das und ab welchem Betrag muss wer hier freigeben machen und wie baue ich meine Kreditoren auf und wie sie meine Kosten stellen. Also das System lernt über die ersten Jahre hinweg mehr und mehr und mehr ihr Unternehmen kennen. Und diese Adaption eines erstmal leeren Systems mit viel Möglichkeiten auf ihr Unternehmen drauf, um es effizienter zu machen, das ist Einführung von Software heute. Und wenn man das nicht macht, das System selbst weiß nicht, wie Sie sind. Das kennt Ihr Unternehmen nicht. Adaption bedeutet die Anpassungsfähigkeit. Wir legen das immer mehr in den natürlichen Arbeitsprozess rein. Aber genau diese Schritte, die wir hier machen, wo wir hiermit angefangen haben, gerade mal im Rechnungseingangsbuch, das wird uns die nächsten 3, 5, 7 Jahre beschäftigen. Und Michael, wenn du jetzt auf die nächste Folie gehst, wir nehmen uns einen Prozess nach dem anderen vor und überall kleine Baustellen erscheinen. Und in jedem Feature-Set kommt irgendetwas Neues hinzu, was wir wieder automatisiert haben. Gestern hatten wir noch die Folie oder vorgestern, da fehlte Rechnungszuweisung. Sagte Markus, haben wir gerade im neuen Feature-Set geregelt. Ja, die Rechnungszuweisung ist schon da, dass wir gerade gesehen haben, unten, wer das freigeben muss. Kannst du mit reinnehmen in den Prozess? Ja. Das ist gar nicht Statik, sondern das ist die Veränderung und das ist Produktivitätssteigerung durch Automation. Michael, ich kann dir sagen, wer die Rechnung freizugeben hat. Ja. Du hast eine Nachricht bekommen. Gut. Ja, das System hat dich getriggert oder hat eine E-Mail getriggert. Du bist jetzt irgendwo im schönen Österreich. Mhm. Und jetzt siehst du auf deinem iPad, ich habe eine Nachricht bekommen, eine Rechnung ist freizugeben. Ja, jetzt bin ich drauf, ich habe eine Bot-Mail oder hier ist die jetzt von Markus. Normalerweise kommt die auch wahrscheinlich vom System heraus geschickt. Das System hat erkannt, ich habe die Rechnung freizugegeben, sie hat mich unten mit eingetragen. Ich wird eine Notification getriggert als E-Mail. Ich bekomme die mit einem Link drauf. Ich gehe auf den Link drauf, springe ins System hinein, bin im System drin, schaue, aha, ich logge mich jetzt ein ins Rebo to go. Sehe, da ist eine Rechnung. Wie sieht sie denn aus? Ich habe automatisch erstellt obendrauf einen Pagatierungsstempel, einen Buchungsstempel, der intelligent mitwächst. Mit jedem Schritt, der kommt, wird er weiter gefüllt. Das ist eine Workflow-Information, die ich drauf habe. Ich sehe die Rechnung, weiß, um was es sich handelt, sage, okay, sachlich geprüft, raus damit, wir sind gerade online. Und er verarbeitet das. Ich kann das von jedem Ort der Welt auch machen, auf jedem Flughafen, wo ich gerade sitze, gibt die sachliche Freigabe und die Rechnung ist zahlungsfreigegeben, aktueller Freigabetyp, Zahlungsfreigabe durchgeführt, Rechnung ist zugeordnet, die IT-Kostenstellen sind ausgefüllt, System erledigt, Rechnung freigegeben, die können weiterarbeiten. Ja, jetzt können wir wieder auf die Präsentationsfolie bitte schalten. Genau. Das war jetzt hier dieser gelbe Schritt, manuelle Prüfung und Freigabe und jetzt wird verbucht und jetzt läuft im Grunde genommen das Banking ab, die Rechnung wird bezahlt, wir können das Konto ziehen, alles wird jetzt wieder von dem Bot übernommen. Das ist Produktivitätssteigerung, was wir meinen durch Automation. Teile werden immer der Mensch machen müssen, aber viele Teile können wir halt automatisieren. Das ist unsere Mission der nächsten Jahre, dass wir uns Schritt für Schritt administrativen Prozess für administrativen Prozess vornehmen werden. Es wird auch kein Ende geben, weil die Systeme werden immer besser und die Methoden werden immer mehr werden, um diese Schritte zu automatisieren und Effizienz zu steigern. Ja, das war das Praxisbeispiel dazu. Was macht das denn jetzt
mit dem Unternehmen, was macht das mit den Menschen, die dort arbeiten. Ja, wir sehen natürlich, wir sind viel, viel schneller geworden, wir sind effizienter, wir sind auch skalierbar. Im Grunde genommen dem System, das arbeitet ja 7/24, ist es egal, wie viele Rechnungen reinkommen. Ja, das kann eine sein, das kann sieben sein, das kann 1000 sein. Wo der Mensch ein Limit hat, hat die Maschine kein Limit. Ja, so. Das heißt, wir sind skalierbarer, effizienter, wir haben eine höhere Profitabilität. Ja, denn mit weniger schaffen wir viel, viel mehr. Aber der Mensch ist nicht zu vergessen. Ja, haben wir den jetzt wegrationalisiert? Ist der traurig? Nein. Wir haben eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, weil ich kann wieder Kreativleistungen erbringen. Ich habe mich von Routine, monotoner Tätigkeit habe ich mich befreit. Das wirkt natürlich auch, das kommt auch beim Kunden an. Die Kunden sind zufriedener. Sie kriegen auch wieder einen Menschen ans Telefon für wirkliche Themen zu besprechen, Projekte zu besprechen. Das heißt, das sind die Effizienzen, das sind die Effekte vor allem der Automation in der Dienstleistung. Das ist so ein Part, damit ist der erste Part der Präsentation, wir sind gerade schon drüber, wir haben noch in etwa 5 bis 7 Minuten, der erste Part, alles was um Automation, Assisted Work, wie fließt es in unsere Verfahren rein, was macht es mit einer Organisation, mit Ihrem Unternehmen, mit Ihren Mitarbeitern, einmal dargestellt, von der Vision bis zum praktischen Beispiel anhand des Rechnungseingangs. Da draußen im Kamea-Dom ist auch eine komplette Station aufgestellt, die mal zeigt, wie so ein kompletter Workflow von dem Scannen eines Dokumenten durch das gesamte System geht. Wer sich interessiert dafür, geht einfach mal raus und schaut sich das mal an, was wir hier auf der Bühne mehr als Show präsentiert haben, wie es wirklich im täglichen Alltag aussieht und wie es gearbeitet wird. Es ist faszinierender, als wir es Ihnen jetzt vorstellen können auf der Bühne. Wir möchten jetzt mit der nächsten Folie einen Rückblick zu letztem Jahr geben. Wir haben gesagt, Mensch, wir sind ja im Grunde genommen nicht allein, wir sind nicht so wie so, sondern wir haben auch über 3000 Kunden mit über 30.000 Anwendern. Ja, was können wir denn dort in der Community unserer Anwender und Nutzer tun? Jörg, der Begriff Scope Economy, wir hatten ihn das letzte Mal geprägt. Wie weit sind wir denn? Nochmal in Erinnerung, es ist eine virtuelle Wirtschaftsgemeinschaft. Wir scheren, wir teilen unsere Ressourcen. Wir fassen zusammen, dass wir Arbeiten übernehmen, die häufig auf den Kunden, der selbst die Sachen integrieren, machen, verhandeln, sonst was muss. Die Idee ist, dass wir hier sagen, wir verhandeln verschiedene Dinge, die auch mit einer technischen Integration und Workflows zusammenhängen, mit Unternehmen. Wir als Scovisio zeigen denen, dass wir durch Verbesserungen von Abläufen und von Prozessen denen ihren Aufwand dieses Partners reduzieren können. Und was haben wir jetzt gemacht? Am Payment, den ganzen Zahlungsverkehr. Payment, Finanzen geht immer mehr in die digitale Welt. Der Alex hat N26 genannt. Michael ist intensiver N26-Kunde. Ich bin auch mittlerweile N26-Kunde. Warum? Weil das Zeug einfach schnell geht. Einfach geht. Wir können mit Google Pay bezahlen und sonst was dabei, auch wenn man es nur über kann, aber wir geben uns Geld über Handy, zack, zack, hin und her und zurück. Es ist viel, viel bequemer. Und das sind so Sachen. Payment haben wir hier mit Concardis gemacht. Wir haben mit Concardis ausverhandelt, wie ist die Integration, wie können wir das Onboarding verbessern, wie können wir im Shop-System ein komplettes Payment mit allen gängigen Zahlungssystemen hinterlegen, wie können wir das mit Avisen und alles in unser System integrieren hinein, dass es voll durchläuft, dass wir automatisch ausziffern können, dass wir die Daten der Kreditkarten bei der Eingabe mit denen des Zahlungsfluss zusammenbringen können, wie können wir hingehen, das Ganze in einen Prozess reinlegen, und am Ende des Tages, wenn wir das unseren Kunden anbieten, die viel schneller onboarden können, viel schneller ein Zahlungssystem. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal für alle unsere Scovisio-Kunden einen Tarif und haben den durchverhandelt von vorne nach hinten. Und das sind Themen, die uns weiterhelfen. Und wer hat das gemacht? Ja, wir hatten das letzte Mal, hatten wir so eine schöne Folie, ja, so einen kleinen smarte Grafik, die im Grunde genommen ausdrückt, was wir machen. Ja. Viele Unternehmen, auch unsere Kunden, sind von der Größe her nicht die, die diese Sachen ausverhandeln können, die keine Einkaufsvorteile, keine besseren Services, keine besseren Qualitäten bekommen. Die Großen, die Siemens, die GEs und die BASFs, die haben das. Wir haben gesagt, wir möchten diese Werte und diese Wirtschaftsgemeinschaft bilden, gemeinsam mit Ihnen und auch als Interessenten und Kunden und diese Sachen ausverhandeln. Diese virtuelle
Einkaufs- oder die virtuelle Wirtschaftsgemeinschaft. Es ist keine Einkaufsgemeinschaft, sondern Wirtschaftsgemeinschaft, weil alles ist in der Applikation integriert. Das heißt, es liegt im Prozess drin, betrifft diese Bereiche. Und Jörg hatte gerade einen Bereich, auf den wir gleich auch nochmal näher eingehen, erwähnt. Das ist das Payment, das liegt im Bereich Finanzen. Wir verhandeln gerade Versicherungstarife, Betriebshaftpflichtthemen, die jedem unseren Kunden betreffen, wo man Einsparungen realisieren kann. Wir haben in der Logistik die ganze Paketzulieferung, sie explodiert gerade. Man hat nicht als kleines Unternehmen einen Sondervertrag mit DHL, UPS, mit Abholung zu einem günstigeren Tarif, das heißt besseren Service zu niedrigeren Kosten. Wir werden diesen verhandeln für diese Wertegemeinschaft. Bei der Kommunikation, Telekom-Tarife, Access-Tarife, Raten, Handyverträge, alles, was dazugehört. Bei der Mobilität, Fahrzeuge, Leasing, Flottenmanagement, Reisen, Reisekosten, Hotels, Übernachtung, alles das, was die Dienstleister ja betrifft, haben wir in der Verhandlung, ebenso im Einkauf. Wir kaufen gerade, oder die Invite Group kauft ein für die gesamte Gruppe, hat alles zusammengelegt, Zentralisierung von Positionen wie zum Beispiel Kaffee. Da werden tonnenweise Kaffee jetzt eingekauft zur besten Qualität, in Einzelabrufen zum besten Preis. Das kann man als einzelnes Hotel gar nicht realisieren. Das sind aber nur Beispiele für das, was wir machen. Also wir sind schon so eine Art Genossenschaftsgedanke, den wir dort repräsentieren, aber in Prozesse, in IT, in Software abgebildet. Also man muss das System nicht verlassen, um diese Vorteile in Anspruch zu nehmen. Gerade bei der technischen Integration wurden wir immer gefragt, das kam sowieso auf uns zu. Wir mussten die Sachen dann machen für jeden Kunden individuell. Das war viel zu viel Arbeit. Und der Kunde war auch nicht bereit, sie als Nutzer dafür dann riesiges Geld zu geben. Dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einmal es richtig machen mit Partnern, die wirklich auch bereit sind, einen wirtschaftlichen Vorteil zu geben. Das ist alles freiwillig. Jeder kann sich das anschauen. Aber wir sagen, wir müssen so gut sein, dass man das nicht nur viel besser technologisch integriert hat und die Abläufe verhält, haben, dann auch die Konditionen müssen verdammt gut sein. Ja. Wir möchten mal ein Beispiel bringen dafür, welche besseren Prozesse, welche besseren Konditionen kann man überhaupt in Anspruch nehmen, und bitten da den Tobias Fömpe auf die Bühne von Scope Economy, der uns erzählt an dem Beispiel Concardis. Dort haben wir die Leistung erbracht, dort haben wir den Vertrag unterschrieben, und die Wirtschaftsgemeinschaft der Scovisio-Nutzer kann sich darauf beziehen. Tobias, bitte. Ja, schönen guten Tag. Ja, wir möchten auf der abschließenden Folie, durch die du gerne dann durchführen darfst, einfach mal diese Vorteile exemplarisch darstellen. Ähnlich wird es aussehen in diesen anderen genannten Bereichen der Scope Economy in den nächsten Monaten. Genau, Michael, vielen Dank. Wir haben uns Concardis als Payment-Dienstleister rausgesucht, haben den voll in die Scope mit integriert in unterschiedlichsten Bereichen und können durch die gewissen Skaleneffekte, die wir da natürlich erreicht haben, durch die Bündelung von unserem Umsatzvolumen, ganz andere Konditionen aushandeln, die wir auch auf alle Scope-Visio-Nutzer dann wirklich abbilden können. Tobias, du hast ja eine Pay-Engine da oben stehen und reingebracht und auch ein Pay-Link. Was kann sich denn unser Kunde damit darunter vorstellen? Ja, wir unterscheiden einfach in die Zahlarten einmal in den stationären Handel, also das heißt die Abbildung über feste Terminals, wie man das aus dem Einzelhandel kennt, und wir unterscheiden in die Möglichkeiten, die wir halt einfach im E-Commerce haben. Da im E-Commerce spielen die Sachen Pay Engine und Pay Link eine Rolle. Pay Engine können Sie sich im Endeffekt vorstellen wie eine vereinfachte Checkout-Seite für Ihren Online-Shop, dass Sie dadurch einfach alle Zahlarten abbilden können, einfach durch eine einfache Weiterleitung. Pay Link empfiehlt sich gerade für kurzfristige Sachen. Das ist einfach, Sie verschicken die gesammelte Zahlungsinformation in einem Link an Ihren Kunden. Entweder Sie tun das per E-Mail, Sie tun das per SMS, über Social Media. So können Sie ganz kurzfristig alle gebündelten Informationen an Ihren Kunden übermitteln, und der kann einfach per One-Click die Zahlung dann einfach ableisten. In solch einem Online-Shop, wie viele Zahlungsarten habe ich denn da online-mäßig? Es werden alle Zahlungsarten angeboten. Es werden sämtliche Debitkarten, Kreditkarten angeboten, aber natürlich halt auch, was der Jörg eben schon gesagt hat, zukunftsorientiert. Also Google Pay, Apple Pay, Alipay, das sind halt alles Zahlarten, die heute schon integriert sind und die wir allen Kunden schon anbieten können.
Also wir geben ein Stück Software, was wir in Shops, in unseren eigenen Shop integriert haben. Das ist der OnePage-Shop, sagst du vielleicht auch noch gleich was dazu. Und damit ist das Zahlungsthema integriert gelöst. Punkt. Nicht mehr 10.000 Euro zur Integration, jede einzelne Zahlungsart, wenn eine neue kommt, ist die mit in der Software drin. Wir geben die mit hinein und das Thema ist erledigt. Was ist ein One-Page-Shop, Minishop, was wir damit angeboten haben? Der Minishop ist ein Modul, was optional für die ScopeVisio-Nutzer dazu buchbar ist. Das ist ein ganz einfaches Shop-Modul. Sie brauchen keine große IT-Kenntnis. Das ist für Sie direkt einfach zu implementieren, ist schon direkt in der Scope implementiert. Am One-Page-Shop hängen hinten direkt die Pay-Engine- bzw. Pay-Link-Optionen dran. Das heißt, alle Zahlarten, die Sie über diesen Shop bekommen, die Zahlungseingänge, laufen vollautomatisiert über den Shop in die Scope rein und ziffern sich automatisch gegen die Leistung aus. Das heißt, hier haben wir auch das, was eben angesprochen worden ist, einen vollautomatisierten Prozess und Sie generieren halt einfach dadurch extreme Vorteile in Ihren ganzen Prozesskosten. Was ist das Vertragsvolumen, was du schon in den letzten 5 Monaten ausgehandelt hast? Das Vertragsvolumen, wir haben bis jetzt in den letzten 5 Monaten ungefähr das Volumen von 30 Millionen Euro mit Concardis generiert. Aufgrund der extrem guten Konditionen, die ein bisschen abweichend sind zu dem klassischen Blended Rate Modell, also diese feste Disagio-Satz auf den Umsatz, das haben wir ein bisschen umgebaut, das Modell, konnten wir bis dahin ja so 0,6-1% der Gebühren einsparen. Das sind momentan so ungefähr 200.000 Euro. Du hast gesagt, es sind unterschiedliche, also ein differenzierteres Modell. Wir haben einen regulierten Markt, habe ich gelernt, im Privatkunden und einen deregulierten Markt einen unregulierten Markt im Bereich der Geschäftskunden. Kannst du was sagen? Da stehen 2 Beispiele für eine Master und eine Visa-Card. Kannst du das mal kurz erklären? Genau, das Modell, mit dem wir arbeiten, das nennt sich Interchange Plus Plus. Wir arbeiten nicht mehr, wie gesagt, mit einer festen Rate von die im Schnitt so zwischen 1,4 und 1,8% Disagio auf den Umsatz arbeitet, sondern wir bewerten die einzelnen Karten nach ganz unterschiedlichen Parametern. Das erste Parameter ist immer, ist es eine private Kreditkarte auf der rechten Seite oder ist es oder von Ihnen aus, genau, und ist es eine Businesskarte und eine Commercial Card, wo definitiv halt auch einfach ein Firmenkonto dahinter stehen muss. Nämlich die private Karte liegen die Interchange-Gebühren bei 0,3%. Dann gibt es eine festgeschriebene Gebühr auf die Kartenart. Ist es eine Visa-Card? Ist es eine Euro-Card? Ist es eine Debit-Card? Ja, die liegen jetzt im Fall Mastercard bei 0,091% plus 2,3 Cent, die noch dazukommen. Und dann haben wir eine Kondition ausgehandelt. Das ist auch das Einzige, was von den 3 Positionen verhandelbar ist. Das ist dann nochmal 0,09% Bearbeitungsgebühr, die dann nochmal oben drauf kommen. Das heißt, wir liegen bei einer Totalbelastung von 0,45% auf Ihren Satz plus dann nochmal 2,3 Cent. Ist natürlich im Gegensatz zu einer gemischten Rate zwischen 1,4 und 1,8% schon eine bedeutliche Ersparnis, die Sie da haben. Ja, gerade bei kleinen Systemen, wir hatten das gesehen bei unserem Sportpark, die 2,2 oder 2,3% hatten an der Stelle oder sonst was, sind das dann schon Rieseneinsparungen. Umso größer die Unternehmen, umso mehr haben die schon Konditionen verhandelt. Heute ist auch die Mischrate davon abhängig, wie der Payment-Dienstleister sagt, wie viel haben sie denn Geschäftskunden und wie viel haben sie Privatkunden, was ich persönlich auch nicht vorher gewusst habe, erst immer gelernt habe. Man hat vor etwa 2 Jahren den Markt reguliert für Privatkartenanbieter und die sind viel, viel, viel geringer und die Geschäftskundenkarten, also es kommt immer auf das Konto drauf an, was dahinter liegt, ist viel teurer, 4-mal, 5-mal, 6-mal so teuer, dieselbe Mastercard, die Sie mit dem Privatkonto haben, gegenüber einem Geschäftskonto. Aber auch beim Geschäftskonto, glaube ich, haben wir ganz gute Konditionen ausgehandelt, oder? Genau, die Kondition, die 0,09% der Bearbeitungsgebühr ist bei den Geschäftskunden genau gleich zu den Privatkunden. Das, was der Jörg gesagt hat, die Interchange-Gebühren sind leider nicht so reguliert, wie sie es im Privatkundenmarkt sind. Deshalb liegen die etwas höher, aber wir sehen ja an der Durchschnittsrechnung, dass sie bei 1,4% dann am Tagesende landen, wenn ich jetzt eine Visa-Card nehme. Hinter deren Firmenkonto steht, das ist natürlich immer noch bedeutend günstiger, als dass sie es jetzt haben. Die Ersparnis bei Privat- oder bei privaten Kreditkarten ist immer noch bedeutend höher als bei den Firmenkreditkarten, aber im Mittel gibt es da deutliche Ersparnisse, die sie erzielen können. Ja, Tobias, vielen, vielen Dank für den praktischen Beispiel oder das Beispiel, was du genannt hast. Es sind immense Einsparungen, was der Martin Jung eben gesagt hat,
mit dem Ausziffern, was wir auch mit Concardis haben, wo wir ganze, sag ich mal, Bereiche der wiederkehrenden Routinetätigkeiten eliminieren, ist der eine Effekt. Der andere ist hier der Effekt, dass wir natürlich ganz knallharte auch Konditionsverbesserungen haben, auf die sich jeder Scovisio-Kunde als Teilnehmer dieser Wertegemeinschaft beziehen kann und in Anspruch nehmen kann. Das ist jetzt das erste Beispiel, was wir gebracht haben. Wir haben das letztes Jahr angekündigt, wir haben dieses Jahr aufgebaut und wir werden jedes Jahr neue Angebote hinzubringen, die unseren Kunden nutzen sollen. Ja, bleibt uns und auch unseren Helfer Danke zu sagen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch die Praxisbeispiele gezeigt haben, wie KI, wie diese Verfahren einzusetzen sind, wirklich im Alltag, in Ihren Unternehmen. Einfach mal selber überdenken, wo könnte das Sinn machen. Wir haben natürlich in den Breakout-Sessions nachher draußen überall Sessions, wo wir dediziert darauf eingehen und Praxisbeispiele mit Ihnen ausarbeiten. Sie können da Fragen stellen, Sie können Ihr Unternehmen darstellen und sagen, wie könnte das bei mir aussehen? Da haben Sie dann Gelegenheit zu. Entschuldigung für das Delay, was wir haben durch den Beamer. Insofern vielen, vielen Dank und ich gebe dann weiter an Susanne für den nächsten Beitrag mit Herrn Professor Siemer. Dankeschön.